Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Heute mit was ganz Besonderem aus dem Mac-Café. Da habe ich ja schon einiges vorgestellt. Dem veganen Apfelkuchen zuletzt, einen Rainbow-Donut. Und wer kann sich noch daran erinnern, es gab auch mal einen, war das sogar ein Germknödel-Donut, den ich vorgestellt habe? Auf jeden Fall war es, fand ich es super lecker. Jetzt aus dem Mac-Café für euch zu Hause oder wo immer ihr das Video auch gerade guckt, der Blaubeer-Muffin. So sieht er aus. Der ist ganz schön groß, ehrlich. Ich habe den Kopf dazwischen. Nein, er ist nicht so groß wie mein Kopf, aber er ist größer als so manch Muffin, den man selber backen würde. Das ist echt, ihr seht das nochmal im Verhältnis so ein bisschen mit meiner Hand so direkt daneben. Er ist auf jeden Fall überdurchschnittlich groß, ist jetzt aber auch kein Schnäppchen, muss ich sagen. Ja, 3,19 Euro kostet der. Riecht aber sehr lecker. Hat auch nicht nur die Blaubeeren gestreift, sondern voll abbekommen, wie man hier sehen kann. Und ich werde diesen Muffin gleich mal in der Mitte durchschneiden. Und dann lade ich euch direkt zu einer Großaufnahme ein. So, ihr Lieben, ich habe jetzt einfach mal die Firestick-Fernbedienung daneben gelegt, damit ihr so ein bisschen Eindruck von der Größe bekommt im Verhältnis. Krass, ne? Wie der nach oben hin aufgeht. Unten drunter wird er ein bisschen schmaler. Und ich habe ja auch gesagt, ich will den mit euch einmal durchschneiden. Das mache ich jetzt vor der Kamera. Der ist, fühlt sich richtig schön fluffig an, sodass ich selbst mit diesem ganz normalen Messer echt gut durchkomme. Und jetzt schauen wir mal. Oha, wo sind denn hier die Blaubeeren? Die haben sich auf dieser Seite ganz gut verteilt. Vielleicht wäre ein Spritzer Blaubeermarmelade auch nicht verkehrt gewesen. Aber erstmal schmecken, dann meckern, lautet die Devise. Und vielleicht gibt es ja auch gar nichts zu meckern. Und er riecht so lecker blaubeerig. Und ist schön locker luftig unten hier. Also der Teig ist super angenehm. Der ist nicht zu trocken. Und wenn es einige nicht ganz so feucht mögen, ich finde, der hat eine angenehme, sehr, sehr angenehme Feuchtigkeit. Das ist nämlich nicht, ich mag es ja gerne super feucht. Aber ich glaube, hiermit trifft man echt zu dem Geschmack der Masse. Und das ist echt lecker. Was aber wirklich schade ist, dass die Blaubeeren so ein bisschen zu kämpfen haben. Mhm. Es schmeckt wirklich lecker und frisch. Ich glaube, mit dem Schokomuffin, den es dort auch gibt, wäre ich besser bedient gewesen. Jetzt muss man natürlich auch sagen, es ist gerade auch nicht Blaubeersaison, oder? Muss man halt auch mit anderen Blaubeeren arbeiten. Kannst du nur TK-Blaubeeren nehmen, glaube ich. Wobei ich auch nicht der Obstexperte bin. Der Muffin hat eine tolle Konsistenz. Die Blaubeeren kommen aber viel zu kurz. Das ist echt schade. Trotzdem schmeckt der vom Teig her so geil, dass man nicht mit einer Mega-Enttäuschung rausgeht. Man denkt sich, lecker, könnte aber blaubeeriger sein. Und wenn ich so denke, man gibt so eine ganz bestimmte Punktzahl, nämlich auf einer Skala von 1 bis 10 gibt es 7 Punkte für den Blaubeermuffin. Vielleicht lohnt es sich, den auch nochmal im Sommer zu testen, wer weiß. Wobei, McDonald's wird es schon schaffen, die Rezeptur immer gleich zu halten, denke ich. Also macht ein paar größere oder mehr Blaubeeren rein. Das würde mich freuen. Oder Blaubeermarmelade in der Mitte wäre auch nicht schlecht. Hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren. Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, ihr Lieben. Tschüssi.